Die wurde gezwungen. Deswegen unschuldige Diebin. Also wie gesagt, wenn das wahrscheinlich jetzt ein anderes Spiel wäre, wäre die bestimmt gezwungen, irgendwie anders anzuschaffen. Und hier halt nur zur Diebin gezwungen. So. Ich finde es halt immer schade, dass der Kinomo nach einer Weile dreckig wird. So, next one. Ich will mal was gucken. Geschichte von Tsushima, mystische Geschichten. Wollen wir mal eine mystische Geschichte machen oder eher weiterhin größtenteils die Hauptquest, obwohl ich ehrlich gesagt nicht wirklich sicher bin, was die Hauptquest ist. So, mystische Geschichten. Das Phantom von Irikawas Rache. Tanz des Zorns, Schwertkit, Erweiterung. Die sechs Klingen des Kojiro. Jo. Machen wir mal das hier. Warum eigentlich nicht? Kann ich da hinreisen? Nee, ne? Na gut, macht nix. So, hier gibt es noch mal ein paar Blümchen. Also die, wie gesagt, von den Spielen, die ich jetzt so gespielt habe, in diesem Look, ist Ghost of Tsushima aktuell das Schönste. Cell-Shading-Look, klar, ist Kena natürlich auch wunderbar. Die anderen sind halt, ich weiß nicht, Horizon Zero Dawn. Forbidden West ist halt auch schon grafisch ganz okay. Nur halt etwas anders. Das kann es halt mit solchen... Ja, hiermit kann man es vielleicht vergleichen. Aber mir gefällt das hier wesentlich besser. So, wenn ich jetzt entscheiden müsste, welches. Klar, God of War Ragnarok ist auch ganz nett. Allerdings etwas anderes, finde ich. Hallo, Bär! Oh. Wundert mich, dass Bären Einzelgänger sind. Hat mich leicht gewundert. Das ist auch bestimmt wieder so ein... Talisman. Ja, Pferd schon, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das erkenne ich bei mir auch oft.
Ah, diesmal hat der Fuchs mich nicht hingeführt. Kriegt trotzdem eine Streicheleinheit. Warum kann ich den... Okay, schade. Vielleicht, weil der uns nicht hierher geführt hat. Okay, wenn ich die Tiere jage, machen die eh nichts. Fuchsbau. Also die bringen mir halt nichts, wenn ich die Tiere kille, was bei Forbidden West halt ein bisschen anders ist. Die Frage ist jetzt nur, bringt das was, wenn ich in das Dorf gehe? Ja. Auf jeden Fall habe ich mir mal wieder zwei große oder größtenteils schöne Dings, größere Rollenspiele geholt, die ich ja eigentlich auch gerne mit euch spielen würde. Zumindest mal Valhalla würde ich gerne mal mit euch spielen. Ich glaube, das habe ich schon mal, weil ich es ja auch auf der einen Seite für PC habe, aber ich habe es mir nochmal für die PlayZ mitgenommen. Dann kann ich es auch entspannter streamen. Auf der anderen Seite habe ich mir nochmal The Last of Us Part 2 geholt. Dafür müssen wir aber auch erstmal Part 1 spielen. Dementsprechend ein bisschen schwierig, weil ich schon wieder mehr Spiele habe. Obwohl, auf der anderen Seite, klar, ich werde nicht jeden Monat irgendwie 3-4 Spiele holen können. Dementsprechend können wir ruhig schon mal gucken, dass wir ein paar Spiele holen. Justin hat den Fuchsi verpasst. Da hat er Pech. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, einige Spiele haben wir drin. Ich meine, du, Justin, hättest doch, glaube ich, auch schon mal gesehen, wie wir Valhalla gespielt haben. Oh nein, die wollte doch einfach nur ein bisschen Sake mitnehmen. Ich rechne erst ab Montag mit der Ankunft der Spiele. Ich habe es mir nochmal für die PS5 heute mitgenommen. Für ein 20 habe ich jetzt auch kein Problem damit. Fürst Sakai. Ich glaube 25 habe ich bezahlt. Doch 25 Euro für Assassin's Creed Valhalla. Ihr seid auf eine grandiose Gelegenheit gestoßen, mein Herr. Dann wollte ich mir eigentlich noch ein paar Spiele mitnehmen, weil die hatten ein paar coole Spiele für einen Zehner. Aber ich hab's verkackt. Und Medizin für Dutzende Menschen. Hunderte. Und die Mongolen sind ausgeflogen. Eine reife Pflaume, die gepflückt werden will. Und was verschweigt ihr mir? Die Situation ist ganz einfach. Keine Mongolen. Viele Vorräte. Wir bedienen uns, um dem Volk zu helfen. Möglicherweise kommt ihr was Gutes dabei heraus. Juckt mich eh nicht. Ich folge euch. Ich wusste, ihr würdet verstehen. Lass mich nicht damit ärgern. Ach, schade. Du bist im Begriff, eine neue Geschichte zu beginnen. Möchtest du wirklich fortfahren? Später. So, okay. Eine neue Geschichte will ich eigentlich gar nicht. Was hätte ich jetzt? Ach komm, doch, machen wir. Kenji,
Was tut ihr da? Ihr seid auf eine grandiose Gelegenheit gestoßen, mein Herr. An dieser Straße liegt ein feindliches Lager voller Nahrung, Kleidung und Medizin für Dutzende Menschen. Hunderte. Und die Mongolen sind ausgeflogen. Tja, eine reife Pflaume, die gepflückt werden will. Und was verschweigt ihr mir? Die Situation ist ganz einfach. Keine Mongolen, viele Vorräte. Wir bedienen uns, um dem Volk zu helfen. Möglicherweise kommt ihr was Gutes dabei heraus. Ich folge euch. Ich wusste, ihr würdet verstehen. Also das hier habe ich mir jetzt nochmal neu geholt. Das hier. Und ja, dafür sollten wir aber erstmal das hier weiterspielen. Fürst Sakai. Naja, ja, komm. Machen wir mal eine neue Geschichte. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Kannst mich nicht damit ärgern. Okay. Ich weiß halt nicht, wie weit man spielen muss, damit man zusammenzockt. Also sonst würde ich auf dich warten. Ich meine, ich habe es jetzt nicht eilig. Ich muss jetzt Pokémon Kamazin nicht heute unbedingt anfangen. Lager gefunden? Ich folge diesen Kerlen schon eine Weile. Sie sind so arrogant, dass sie ihr Lager während Raubzügen unbewacht lassen. Auf wen habt ihr an der Straße gewartet? Wer, ich? Auf niemanden. Ich war unterwegs zum Lager, als ihr vorbeikamt. Ein paar Überlebende haben bei der Yarikawa-Festung Zuflucht gesucht. Sie brauchen Vorräte. Genau solchen Leuten versuche ich zu helfen. Schon fast am Anfang, soweit ich verstanden habe. Was habe ich euch gesagt? So schön, dass man weinen möchte. Seht euch um. Nehmt, was ihr tragen könnt. Die kommen bestimmt zurück. Ja, viel wird das nett sein, ne? Irgendetwas von Wert hier? Edle Metalle, seltenes Holz, ein schöner Teppich. Wie wäre es mit Essen? Beispielsweise für Menschen, die einen Krieg überleben wollen. Oh, natürlich, das auch. Ein Sakefass. Wisst ihr etwas darüber, Kenji? Glaubt ihr, ich bin der Einzige auf der Insel, der den Mongolen Sake verkauft? Hier drüben sind Essen und Medizin. Ja. Mein Herr, das betrübt mich. Was betrügt dich? Der will gar nichts für neu holen. Der will einfach nur dieses Lager ausrauben. Essen. Fisch, Gemüse, Reis und Hirse. Japanische, nicht mongolische. Sie finden Gefallen an unserer Küche. Kleidung, Leder, Seide, Holz. Damit könnten wir vielen Menschen helfen. Ich hab doch gesagt, ist eine gute Idee. Ich hab schon in der Jurte nachgesehen. Da ist nichts, nur Plunder. Ich sehe mir die Jurte an. Dann kommen wir bestimmt gleich zurück. Ich meine, er wäre auch schon drin gewesen. Hau ihm nicht. Kenji, ich bring dich um! Wer seid ihr? Der Mann, der Kenjis Leben ein Ende setzt. Du hast mich dem Tod überlassen. Nein, gar nicht wahr! Ich habe Hilfe dabei. Das ist Fürst Sakai. Auch bekannt als Sagt der Geist. Sagt mir jemand, was hier vor sich geht? Jetzt! Kenji hat mich in die Falle laufen lassen. Das war keine Falle! Die Mongolen sollten für das ganze Zeug hier bezahlen. Taten sie aber nicht. Und dann haben sie meinen Freund Natu als Geisel genommen. Sie sollten für das hier bezahlen? Hört ihr? Sie kommen zurück! Bitte, schneidet mich los! Wo habt ihr diese Vorräte her? Wir haben sie Strohhüten gestohlen. Fürst Sakai, könnt ihr die Mongolen ablenken? Damit ihr fliehen könnt? Nicht ganz. Ich habe eine Idee. Vertraut! Schluss mit den Ideen, Kenji. Nehmt euren Freund und geht. Hey, Mongolen! Hallo! Yo! Die Mongolen haben uns geklaut! Tötet sie! Strohhüte! Verstecken! Ihr glaubt, ihr könnt uns bestehlen! Fuck!
Kenzis Freund, ihr könnt rauskommen. Es ist sicher. Hier drüben! Wir sind eingesperrt! Was? Fürst Sakai, holt uns hier raus! Ja, wie fandest du... kannst du dich noch an Dingsbums erinnern? Wäre es sicherer. Dann fiel das wie fandest du das eigentlich? Danke, Fürst Sakai. Ja, hab Dank! Ihr wisst, was jetzt passiert. Ich rolle dieses Sarkefass bis ganz nach... Renji, ich glaube, er ist wütend. Fürst Sakai, wir hatten immer die Absicht, unsere Güter mit bedürftigen Überlebenden zu teilen. Im Lager außerhalb von Yarikawa. Sammelt alles, was ihr könnt. Und wenn ich dieses Lager besuche, wird es vor Essen und Medizin aus allen Nähten platzen, richtig? Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. Wenn nicht, komme ich vorbei und schneide euch den Lümmel ab. Den beiden zu trauen ist ganz gefährlich. Das war von Anfang an eine schlechte Idee. Warum schlecht? Hat doch perfekt funktioniert. Das nennst du perfekt? Die Mongolen sind tot. Die Mongolen sind tot. Und wir haben, was wir wollen. So, was haben wir denn hier? Die Mauer von Yavakani. Yuna besteht darauf, dass sie dabei helfen kann, die Leute von Yarikawa für die Anliegen meines Onkels zu gewinnen. Was haben wir hier? Phantom von der Gerichte für den Yavakawas letzten Fluch. Ich habe eine... die habe ich noch gar nicht begonnen gehabt, die Geschichte. Deswegen, okay, verstehe. Ja, wie hat euch den Dingsbum soweit gefallen? Also für die Leute, die das schon mal gesehen hatten. Assassin's Creed Valhalla. Das Problem natürlich ist halt, es ist auch wieder so ein Riesenspiel, ne? Dementsprechend müssen wir halt auch ein bisschen aufpassen, dass wir das nicht zu früh anfangen. Ich finde es halt schade, dass man keinen Story-Fortschritt irgendwo sieht. So nach dem Motto, du hast die Story jetzt schon so viel Prozent fertig. Sondern das ist immer nur nach den, sondern immer nur nach den, nach dem Gesamtfortschritt des Spiels. Nämlich auch nur vage interessiert. Was fähig. Es war bestimmt das Phantom von Yarikawas Rache.
Seid vorsichtig, mein Herr. Alt-Yarikawa ist ein gefährlicher Ort. Was ist hier passiert? Wir gingen die Straße entlang und hörten schon Fleisch gegessen, als wir hier ankamen. Ich habe mich heute Morgen von Eierplätzchen und von Toffifee ernährt. Sie haben sich gegenseitig getötet. Nein. Und hab mir jetzt einen Bauernsalat von Dönermann mitgenommen und eine Portion Pommes. Ein Phantom? Der Bauernsalat besteht halt aus Zwiebeln, Tomaten, Gurken und ein bisschen Gewürzen. Vor langer Zeit waren die Samurai des Yarikawa-Clans die geschicktesten Schwertkämpfer unserer Insel. In jeder Generation wurde einem Fürsten das Familiengeheimnis anvertraut. Eine tödliche Technik namens Tanz des Zorns, die Abwehr jedes Feindes durchdringen konnte. Zum größten Meister des Tanzes des Zorns wurde Fürst Tokiyasa Yarikawa. Sein Volk liebte ihn, doch er missgönnte dem Shimura-Clan seine Macht. In seiner Gier nach Kontrolle begann er eine blutige Rebellion, die zahllose Leben forderte. Fürst Shimuras Vater und Brüder fielen Yarikawas Tanz des Zorns-Technik zum Opfer. Doch mit Hilfe des Sakai-Clans schlug Shimura die Rebellion nieder und richtete Fürst Yarikawa hin. Bevor er starb, schwor der Verräter, sein unterworfenes Volk vom Grabe aus zu rächen. Heute bringt sein Volk seiner Seele in den Schreinen der Ruinen Alt-Yarikawas Opfergaben dar. Es erfleht den Tod seiner Feinde. Und der Geist von Yarikawas Rache antwortet ihnen mit dem Tanz des Zorns. Ihr glaubt, dieses Phantom hat die Männer getötet? Sie waren Händler, bekannt dafür, ihre Kunden zu betrügen. Sie erzielten Profit durch Betrug. Hat jemand für ihren Tod gebetet? Die Schreine quellen über vor Opfergaben für das Phantom. Sie bitten um blutige Vergeltung. Wie finde ich diese Schreine? Eine Handvoll Stroh und Blütenblätter werden verbrannt, um Rauch zu erzeugen, damit das Phantom die Gebete erhört. Seht zum Himmel auf, mein Herr. Seid vorsichtig. Die Menschen hier haben die Rolle eures Clans bei ihrem Untergang nicht vergessen. Das war vor langer Zeit. Nicht für sie. Alt-Yarikawa nach weißem Rauch. Nach weißem Rauch. Theoretisch ist hier ja weißer Rauch. Ja, jetzt haben wir einige Spiele am Anfang. Kinokarten sind bezahlt. Überlegen, ob ich morgen noch mal zur Bank muss oder. Ah, sollte reichen. Ich glaube, im Kino kann man ja sowieso mit Karte zahlen. Also ich nehme jetzt für die YouTuber, ich nehme jetzt so ein bisschen am Stück auf. Nach weißem Rauch. Ist mir halt... Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß, ich kann echt nicht sagen, was es ist, aber mir gefällt das Spiel an sich ganz gut. Und ich kann euch halt jetzt nicht genau sagen, was genau mir da so gefällt. Ich weiß nicht, was es ist.
Also wenn euch das Spiel gefällt, würde mich mal interessieren, wie ihr das so seht. Wenn euch das Spiel gefällt, warum und was gefällt euch an dem Spiel? Würde mich mal interessieren. Also mir, ich würde sagen halt generell, aber das ist halt auch irgendwie, ich weiß nicht, das könnte ein bisschen schwach als Begründung sein. Ob es nur die kleinen, ich habe so das Gefühl, dass das als weißer Rauch gedacht ist. Generell so die Aufmachung. Die Kleinigkeiten, dass man hier mit den Füchsen interagieren kann. Die kleinen Geschichten, die wirklich halt nicht immer so nach Riesen-Trouble dran sind. Die kleinen Aufgaben, wo die Charaktere halt, die wir halt retten, sehr dankbar sind und eigentlich nichts haben und uns trotzdem was geben. Dass wenn Frauen entführt werden, dass sie nicht, dass sie es zumindest nicht so offensichtlich gemacht wird, dass sie halt vergewaltigt werden oder sowas, sondern wie gesagt, bei der Tochter eben hat man ja gesehen, dass es eigentlich eher nur, dass sie zu Diebin gezwungen wurde sozusagen oder sowas. Suche nach weißem Rauch. Justin gefällt, dass ich verkacke. Ist zwar gemein. Mit überwältigender Gegnerpräsenz. Ja, okay. Ciao, Che. Auf die Schnauze. Ja, Justin, du willst es ja nur sehen. Das finde ich ein bisschen, das ist so langsam. Finde ich das ein bisschen lame gerade von dir, weil du halt immer nur den gleichen Spruch bringst, der das aufs Maul kriegst. Ich finde es toll, wenn du leidest. Immer nur der gleiche Müll. Also, das ist mal lustig, aber irgendwie, da du es halt immer wieder bringst, verliert es gerade so ein bisschen an Wirkung. Du wolltest mich mit Pokémon ärgern, also sind wir quitt. Aber ja, ich nehme auf jeden Fall das Ärgern so hin. Aber du bringst den Spruch halt zu oft. Habe ich das Gefühl. Ich meine, ich warte ja extra auf dich. Okay. Da hinten ist der weiße Rauch. Es ist auch die Wahrheit. Ja, aber wenn das deine einzige, wenn das dein Dingsbums, wenn das dein einziger, wenn das einzige Argument ist, dann müsstest du ja Dingsbums lieben. Dann müsstest du ja eigentlich sowas wie Dark Souls, na gut, Dark Souls nicht unbedingt, aber Elden Ring müsstest du ja dann ultra gefeiert haben.